Hallo und herzlich willkommen zurück zu Desperados 3. Und wir sind hier in der letzten, finalen Mission und versuchen gerade, diese Situation hier ein wenig zu entschärfen. Und wir haben ein paar Sachen hier, ein paar Hinweise bekommen. Das machen wir aber... Obwohl, das könnte sie auch machen, ne? Die Statue hier? Ne, das muss Hector machen. Okay, also, folgende Situation. Wir haben uns mit unseren beiden anderen Helden hier unten jetzt durchgekämpft. Hier oben lang. Und wollen jetzt die Situation hier klären. Und jetzt können wir einmal mit Hector... Oder besser gesagt, Hector. Hector muss über die Tür da hoch. Ah, okay. Ja, das ist doof. Geht klar, amigo. Auf jeden Fall ist das Ziel von dieser Folge, dass wir das hier säubern. Und dann kümmern wir uns um das Feuerwerk. Also, dann lasst uns mal die Situation uns einmal angucken. Er sieht nichts. Die beiden hier oben müssten wir theoretisch wegmachen. Werden die von denen hier gesehen? Nein. Das passt also. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier einfach mal einen runterpfeifen? Das würde er wahrscheinlich sehen. Wäre aber kein Problem. Ich bin immer noch überlegen, was passiert, wenn wir ihre passive Fähigkeit nochmal einsetzen, um mit ihm ihn abzuknallen. Dann hätten wir hier einfacheres Spiel. Die Frage ist, wo wir es denn sonst einsetzen wollen. Ich kenne natürlich die nächste Mission nicht, ob wir es da nochmal brauchen. Könnte ich den ganzen Tag machen. Aber hier können wir die Gedankenkontrolle auf jeden Fall nochmal gebrauchen. Für Unterhaltung. Gefällt mir. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen nochmal die Gedankenkontrolle. Oder... Was hält uns jetzt eigentlich davon ab, ihn hier zu töten? Was das vielleicht mal... Ich glaube, wenn... Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wenn er tot umfällt, dann wird doch eigentlich auch Alarm ausgelöst. Einmal abspeichern. Nur ein bisschen. Da noch einmal... Oh, ich verstehe schon. So. Markieren. Und wenn wir jetzt... Zum Rasieren scharf. Ihn hier umbringen... Schwarze Magie. Ja. Ja, das ist dann... Nein, das geht nicht. Das ist dann also Alarm. Das geht nicht. Ich kümmere mich drum. Okay, gut. Also, das geht nicht. Wie kriegen wir denn diese Long Coats hier weg? Schick. Pfeifen geht jedenfalls nicht. Bianca würde gehen. Das wäre durchaus möglich, dass wir hier einfach zum Beispiel... Bianca hinpacken. Warum eigentlich nicht? Was spricht denn dagegen, hier Bianca hinzupacken? So dass er im nächsten Durchlauf einfach mal über Bianca stolpert. Wir müssten ihn dann halt nur irgendwie wegkriegen, ne? Ich habe es gesehen, heller als das Höllenfeuer. Wir testen das mal. Einmal speichern und da Bianca hin. So, mal gucken, ob das was wird. Dahin. Ja. Jetzt bin ich... wir speichern mal nicht ab. Bin mir nämlich nicht sicher, ob das tatsächlich klappt. Jetzt gucken wir mal, ob er rüberläuft. Nee. Zack, hat er gesehen. Ah, herzlichen Glückwunsch. Na, Mist. Nee, das war nix. Das war nix. Der geht weg, dann können wir uns Bianca wieder nehmen. So. Einmal abspeichern.
Guter Plan, total versagt. Okay, gut. Ist so. Dann nächste Idee. Also. Wir müssten... Heller als das Höllenfeuer. Na, Unsinn. Ich bin nicht stark genug, um den Generator. Was ist denn, wenn wir ihn jetzt mit Gedankenkontrolle? Lass mal, Bill hat nur diese Frau im Kopf. Bin schon da. Also einmal abspeichern und dann gucken wir mal. Gedankenkontrolle ihn. Und los. Richtig weh. Leises Geflüster. Dein Ziel. Ihn. Mist. Erledigt. Schade. Er hat ihn zuerst gesehen. Das ist sehr schade. Wir speichern mal nicht ab. Wir gehen mal hier in Sicherheit. Das ist natürlich jetzt schade. Wir laden nochmal neu. Wir laden nochmal neu. Vielleicht können wir mit der Gedankenkontrolle auch jemanden anderen erwischen. Nee, das muss er sein. Das heißt, erstmal mit der Katze ihn ablenken. Ja. Wer will freiwillig? Gedankenkontrolle zu ihm. Ja. Tief durchatmen. Stimmen in meinem Kopf. Und los. Schießen. Was ist das? Ruhig. Oh, wieder da. Da kann ich nichts machen. Er müsste eigentlich noch eine von den beiden umbringen. Das wäre gut. Was ist denn, wenn wir die Gedankenkontrolle tatsächlich zu dem da oben machen? Mal sehen, was sich machen lässt. Erschrick jetzt nicht. Tief durchatmen. Richtig weh. Halb drüber nachgedacht. Mach schon. Zu benutzen. Ja. Hey. Ist das? Okay. Geht auch nicht. Da müssen wir dann... Also das könnte klappen. Wenn die Longcodes... Keine blöde Idee. Ich zieh die Fäden hier. Tief durchatmen. Dein Ziel. Geladen. Kein Zug. Nee. Zu langsam, zu langsam. Nein. Nein, zu langsam. Nee, das wird nichts. Dann müssen wir nochmal warten, bis die Longcodes vorbei sind. So, wir gucken nochmal, dass die Longcodes gerade wieder gehen. Vielleicht gibt es ja dann eine Situation. Genau, so. Jetzt bitte. Tief durchatmen. Richtig weh. Einmal ihn dort. Was ist das? Nee. Scheiße, sehr, sehr, sehr schade. Okay, jetzt kommt da sogar noch ein anderer runter. Oh. Als das Höllenfeuer. Was ist passiert? Tja, Scheiße. Das Problem ist, dass ja mit der Gedankenkontrolle, dass alle mit der Gedankenkontrolle so langsam sind. Nur ein bisschen Blut. Ich zieh die Fäden hier. Wir könnten doch aber... Moment. Wenn wir ihn und die beiden verbinden. Erschrick so. Jetzt nicht. Jetzt wird's interessant. Dann könnten wir doch... Ah, Leute, wenn das klappt, dann haben wir mit der Gedankenkontrolle tatsächlich immer ein zu wenig umgebracht. Aber das Problem ist ja... Nein, das Problem ist, dass... Also wenn sie ihn jetzt sehen... Wir probieren das trotzdem mal aus mit der Gedankenkontrolle. Du bitte... Jetzt so tun, als wenn du ihn umbringst. So. Ist das? Erledigt. Ja. Okay, er kippt jetzt auch um. Es gibt noch keinen Alarm. Scheiße. Was ist passiert? Abspeichern. Es hat keinen Alarm gegeben. Das ist natürlich ärgerlich. Wir hätten also immer, wir hätten schon zwei weiter, weiter sein können. Ah, sehr schade. So, also wenn du wieder hochgehst, das wäre... Mist. Jetzt müssen wir tatsächlich mal abhauen hier. So. Ich bin nicht stark genug, um den Generator anzukurbeln. Wir könnten Bill fragen oder einen der anderen Leute.
Clone-Codes. Lass mal, Bill hat nur diese Frau im Kopf. So, jetzt haben wir natürlich keine Gedankenkontrolle mehr. Jetzt hoffe ich, dass die beiden hier abhauen. Die hier können wir eigentlich so kriegen, ja. Was ist denn das für eine Alarmzone? Ah, das ist die hier oben auch noch. Eieieiei. Da sind 4 Leute. Das sollte aber nicht das Problem sein. Was Besseres gibt es nicht. Wir heilen uns erstmal. So. Also, er kann ja auch genau, noch was der pfeifen. Doktor verordnet hat. Ja? Dann gehen wir mal nach hier. Verstanden. Als das Höllenfeuer. Ah, Unsinn. Speichern. Ich bin nicht stark genug, um den Generator anzukriegen. Sehen die die eigentlich hier? Lass mal. Bill hat nur diese. Machen wir so. Ich muss wohl laut werden. Das heißt, zumindest den Schuss würden sie nicht hören. Sie würden dann aber die beiden Toten sehen. Und dann müssten wir halt schnell sein. Einmal abspeichern vorher. Und dann schauen wir mal, ob das so geht. So. Komm zu, Hector. So. So. Ja, kommen wir weiter, dass wir den Typen da wegräumen können. Gefällt mir. Schön. Hier kommt der Post. Einmal abspeichern. Sehr schön. Und dann werden wir die beiden verbinden. Jetzt bin ich im. Jetzt, das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Was passiert, wenn wir die beiden mit der Verbindung kontrollieren? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde jetzt erwarten. Wir verbinden ihn. Oh, ich verstehe schon. Und ihn. Nur ein bisschen Blumen. So. Wie ist der Plan? Dann gehen wir mit dir dahin. Einmal speichern. Und wenn wir ihn jetzt umhauen, dann würde ich erwarten, fällt er mit um. Jetzt kommt die Acht. Einmal testen das Ganze. Dafür schnapp ich mir. Nee. Ein Glück da, Leute. Nee. Leider nicht. Oder Gott sei Dank. Okay, das ist schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass er tatsächlich auch, aber okay, es macht ja Sinn, denn er ist ja jetzt beschädigt worden, nenne ich es mal, aufgrund ihrer Verbindung und deswegen hat er nur einen Schaden erhalten. So, das kriegen wir schon hin. Einmal umhacken, abspeichern und dann kannst du jetzt einmal bitte ihn hier. Sehr schön. Bin bereit. Bitte einmal die Leichen entsorgen. Ach so. Klar. Oh Mann, das sieht ja grausig aus hier. Jetzt Gesicht. Müssen wir hier erstmal ein paar Leichen entsorgen. Augen auf. Das ist ja echt schlimm hier. Also erstmal ein bisschen aufräumen. Schade, dass doch nicht Leute, ey. Also der Bereich ist sauber. Hier können wir jetzt das Ding anschmeißen. Und, klar, jetzt Problem. Können wir gucken, dass wir ihn hier erwischen. Und dann mit der Statue die beiden umhauen. Und dann ist die Situation hier durch. Also das sollte tatsächlich kein großes Problem sein. Okay, das machen wir mal mit ihm hier. So. Einmal abspeichern. Und dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt sollte das eigentlich möglich sein. Einmal nochmal abspeichern, sicherheitshalber. Ja, so viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema, das sollte überhaupt kein Problem sein. Sorgen wir für Unterhaltung. Wir machen das mal ganz anders. Holen wir uns ein. Wir pfeifen den Typen einfach runter. Schicke Klamotten sind nicht mein Stil. So. David weiß auf jeden Fall. Ich schicke. Na klar. Wir waren nicht in dem blauen Dunst drinne oder im grünen Dunst. Sehr schön. Einmal da unten rein. Einmal pfeifen bitte. So. Kriegst du leicht Angst? Ich schick sie auf die andere Seite. Jetzt.
So, mal gucken, wo er hingeht. Die Höhle des Löwen. Ja, perfekt. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So. Nach wohin? Also, das war der erste Streich. Beziehungsweise war ja schon der zweite. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir da hinten lang gehen. Ach so. Ah, sehr schön. Sehr gut. Und dann beim nächsten Umlauf schmeißen wir die Statue auf die beiden Typen. Und dann haben wir es. Dann ist die Situation hier eigentlich sauber. Dann haben wir schon tatsächlich eine nennenswerte Anzahl an Leuten hier umgebracht. Die Frage ist, ob wir hier oben noch ein bisschen was sauber machen wollen. Aber ich denke, das sehen wir dann im Verlauf des Spiels. Ich wüsste es nicht. Und jetzt. Schnell runter. Einmal abspeichern. Sehr gut. Perfekt. Einmal abspeichern. Und dann war es das hier unten. Dann ist der Generator fertig. Ich würde das ja tatsächlich gerne einmal anschmeißen, aber ich glaube, die Gäste ablenken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt schon können. Was passiert jetzt? So langsam. Also, der Apparat. Starte den Apparat, um die Gäste von David wegzulocken. Du brauchst Hector, um den Apparat anzukurbeln. Starte das Feuerwerk am Labor oder Teich, um die Gäste von David wegzulocken. Jetzt wird's zu heiß. Langsam, was heißt das? Irgendwas passiert jetzt. Probier den Schalter. Jetzt ziehen wir ihn aus dem Quartier. Oh. Ha, klingt genau richtig. Eine Glühlampe. Oh, ist das niedlich. The Innocent Lamp. Meine Güte, wie spektakulär. Das sehen wir uns mal von nahe an. Oh ja, sehr schön. Meine Anweisungen waren doch klar. Von dem müssen wir jetzt echt unsere Leute da weg haben. Komm, hau ab hier. Hau ab hier. Sieht gut aus, ha? Und wie? Die Hälfte der Gäste scheint es auch so zu sehen. Kein Problem. Sehr gut, komm, wir stecken uns. Was ich tue. Schnappen wir uns der hier hinten drin. Sehr schön. Einmal abspeichern. Dann haben wir die erste Aufgabe erfüllt. Der Apparat läuft. Also, nächster Teil ist das Feuerwerk und da gehen wir wieder zurück zu unseren beiden Helden, Cooper. David hat Geschmack. Das muss ich ihm lassen. Hier, also, ich habe mich für den oberen Teil entschieden, denn der erscheint mir anders. Der ist auch interessant, aber ich bin ganz ehrlich, hier ist mir eine zu geringe Übersichtlichkeit. Dann wollen wir erstmal in die Alarmzone gehen. Und wir haben hier hinten eine Alarmzone, die geht weiter. Das heißt, wenn hier Alarm... Oh, alter Falter, das ist schon eine andere Zone. Nee. Das ist alles die gleiche. Wow. Das heißt, wenn hier Alarm ausgelöst wird, haben wir hier hinten ein Wachhaus von 2. Und hier auch nochmal von 2. Ach, das geht eigentlich. Hätte ich ja jetzt mehr erwartet. Okay. Kann sie jetzt eigentlich... Nee, sie ist jetzt Gast, ne? Das heißt, sie wird jetzt vom Longcoat auch nicht erkannt. Kann sie jetzt ihn auch zum Flirten verführen? Mit auf mein Zimmer. Ja, nein, das klappt leider nicht. Ich bin schon etwas neidisch, dass du deine kleine Derringer behalten. Echt, das funktioniert? Sehr geil. Okay, komm, wir gehen wieder schnell. Das ist ja geil. Das
Das ist ja cool, dass das funktioniert. Das ist ja Hammer. Hat sich dieser Strauch gerade bewegt? Da oben, jetzt verstehe ich auch, warum sie ihre Derringer behalten hat. Das ist ja geil. Muss halt nur dunkel sein. Zurück zur Sache. Ich bin schon etwas neidisch, dass du deine kleine Derringer behalten durftest. Genau. Die Frage ist nur, was uns das jetzt gebracht hat. Weil hier jetzt die drei ja auch nochmal patrouillieren. Hier ist es leer. Das heißt, hier steht jetzt einer, da patrouilliert noch einer. Alles bereit? Ja, nee, nee. Jetzt patrouilliert hier nämlich noch einer. Und das wäre tatsächlich fatal, wenn wir noch mehr patrouillieren. Das sind tatsächlich auch gelbe Gäste. Aber vielleicht sollten wir das tatsächlich nutzen für da oben. Denn wenn sie jetzt hier lang geht... Ich vermute, da rein ist verboten. Ja, genau. Da ist verboten. Dauert nicht lang. Wir könnten aber... Hey, alles bereit? Das würde gehen. Ja. Also, pass auf, wir gehen hier rein. Alles in bunten Farben leuchten. Mit ihm. Das ist er lenkt sie ab mit einer Münze. Beziehungsweise gar nicht. Also, sie nimmt ihn einmal mit. Geht auch mal nach da, keine Ahnung. Und dann gehst du in das Haus. Wir versuchen hier besser unauffällig zu bleiben. Einmal speichern. Ja, die Frage ist unauffällig. Wo entsorgen wir unauffällig die Leichen? Naja, das ist hier echt ein kleines Problem. Aber das könnten wir tatsächlich hier machen. Wir gehen mal auf schnell vorspulen. Und wenn der Typ wieder weggeht, dann huschen wir mal raus mit dem Messer. Kurz und schmerzlos. Und werden ihn umbringen. So. Gucken, ob das klappt. So, da rein. Und da rein. Sehr gut. Dann warten wir, bis er kommt. Und hier oben, das Problem ist, hier oben darf sie nicht sein. Wenn sie hier erwischt wird, dann haben wir die gleiche Situation wie eben gerade. Also, das Messer reicht. Auch nochmal. Zack. Da rein. Und dann gehen wir mal hier oben raus. Einmal abspeichern. Dann werden wir ihn auch gleich nochmal umlegen. Ich hoffe, dass ihn keiner sieht hier oben. Nein, perfekt. Hast du es hinter dir? Dann wollen wir mal. So. Ich bin ganz dann wirst du bitte ihn nochmal weglocken. Kein Problem. Warum kommst du nicht zu mir? Genau. Einmal dahin. Und Cooper kommt in der Zeit schnell raus. In Ordnung. Okay. Dann haben wir's. Auf geht's. Was mich jetzt mal interessieren würde, wenn sie ihn hier reinlockt, ob er dann, ob er das machen würde. Das probieren wir mal aus. Na los, ich kenne deinen Plätzchen. Ja, das geht. Sehr geil, sehr schön. Also, nächster Plan. Okay. Etwas Schliff. Das haben wir nicht ganz bedacht. Wir hätten nochmal speichern wollen. Also du nach da. Ja. Bring dir Schwung. Okay, sehr schön. Speichern. Du bitte flirten. Aber sicher. Da oben hin. Ziemlich groß, das ganze Messer reicht. Dann wollen wir mal. Sehr schön. Thema erledigt. Perfekt. Einmal abspeichern. Top. So könnten wir... Ah, das ist ein Schütze, ne? Ja, das wird nichts. Schade. Die Frage ist... An das Feuerwerk dürfen wir nicht ran. Das heißt, wir müssen diesen Schützen hier noch weg...
machen. Machen. Wo ist denn hier noch eine Alarmzone? Wir gehen hier einfach mal raus jetzt. So. Mach schon. Also schnell weg hier. Und dann gehen wir einfach mal hier lang. Einmal abspeichern. Vielleicht können wir das ja hier vorne in ähnlicher Art und Weise machen. Hier sind ja Büsche. Da können wir die Leichen reinschmeißen. Okay, da kommen wir nicht rein. Die sehen uns da aber auch nicht. Okay. Wer hält uns dann davon ab, dass wir dort reingehen? Lassen und wir den sie, Gast nicht länger warten. Wenn er seine nächste Runde macht und wieder sehr gut. Da ah, hinten danke, ist, dass wir ihn dann ebenfalls dahin locken und im Strauch direkt. Ich gehe mal wieder auf Patrouille. Die Frage ist nur, wie wir ihn erledigen. Deswegen sind wahrscheinlich auch hier oben drei Derringers drin. Denn wenn wir die beiden, wenn wir die Schützen hier haben. So, also. Ein Poncho. Sind die auch... Ah, das klappt nicht, weil wir da nicht drin sein dürfen. Aber ich würde es trotzdem einmal ganz kurz ausprobieren. Einmal speichern. Ob sie da rein darf. Nein, darf sie auch nicht. Alles klar. So, dann bitte einmal mit dir bitte nach dort. Mit dir bitte jetzt nach dort. Den dann ganz schnell nach dort. Sehr schön. Und schnell weg. Ja, komm schon. Ihr müsst schon aufrecht gehen. Ansonsten fällt das doch ziemlich auf. Können wir jetzt eigentlich die beiden hier irgendwie vertreiben? Was ist denn, wenn wir den hier einfach mal so eine falsche Münze dahin schmeißen? Im Ernst? Wegen der Münze? Wirklich? Oh, Leute. Aber das könnten wir doch in ähnlicher Art und Weise jetzt da auch machen. Dabei. Hey, wo ist mein Partner? Versteckst du dich vor mir? Ja, der ist weg. Also den wirst du wahrscheinlich wiederfinden, ne? Wie bin ich denn, Stimmung? Hallo? Hallo? So. Können wir jetzt eigentlich auch, da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, okay, das Licht hier löschen. Und das Schöne ist, dass hier in diesem Spiel, in dieser Endmission tatsächlich auch alle möglichen... Ne, wir können das Licht nicht anfassen. Dass auch hier alle Techniken mit den Fußspuren und dem Licht, alles, was ihr vorher gemacht habt und alle Taktiken, die ihr lernen musstet, kommen hier drinnen vor. Also es ist auch wirklich, wirklich ganz toll gemacht, dieses Spiel. Also, einmal speichern. Kurz und schmerzlos. Und jetzt einmal, genau. Ah. Auf geht's. Okay. Du wirst diese Feier nicht platzen lassen. Kleiner Kratzer. Okay. Also könnten wir jetzt doch... Zivilist, Zivilist. Was ist denn, wenn wir jetzt mit den hier flirten? Ich frag nicht. Schade. Alles bereit? Ja, ich muss nur die Lunte anziehen. Dir dort? Nee, das heißt, wir müssen tatsächlich die hier erstmal vertreiben. Das ist natürlich doof. Wir könnten ihn tatsächlich, wenn er da hinten ist. Wo guckt er denn hin? Okay. Das heißt, wir könnten ihn nur erwischen, wenn er da ist. Das ist natürlich doof. Also, jetzt müssten wir gucken, dass wir ihn hier irgendwie loswerden. Also erstmal unsere Zivilisten vor allen Dingen. Kann man die nicht einfach mal treten, sodass die abhauen? Wir versuchen das jetzt mal. Genau da, wo es weh tut. Komm, treten die aber mal. Ist das? Ja, das ist, okay. Dann hauen die zwar ab, aber das macht auch keinen Sinn. Was wir hier machen können, wie weit guckt sie denn? Das heißt, wir machen hier im Prinzip das Gleiche. Also, pass auf. Gehst ganz da hinten hin. Nein. Cooper, die Nummer 1.
geht ganz da hinten in die Ecke. Ich bin ganz ohr, Darling. Und du wirst bitte einmal ihn. Warum kommst du nicht zu mir? Da hinten hinlocken. Aber sicher doch. Dann. Jetzt geh. Hast du es hinter dir? Perfekt. Einmal abspeichern und schnell weg, bevor es einer merkt. Geht schnell. Jetzt bräuchte ich tatsächlich die Verbindung, ihn und ihn hier zu verbinden. Aber ich möchte die beiden jetzt eigentlich umbringen, ohne dass es hier einer merkt. Das wäre eigentlich ideal. Und jetzt gehen wir deswegen mal mit ihr hier unten hin. Hier ist ein Nebel. Ich weiß nicht, wie das hier mit dem View aussieht, aber das ist ja egal. Was mit den Derringer? Ich bin schon etwas neidisch, dass du deine kleine Derringer behalten durftest. Tja, es zahlt sich halt aus, wenn man weiß, auf wen man seine Waffe richtet. Mhm. So, wir könnten doch jetzt eigentlich, wenn er hier runterkommt, dann könnten wir doch ihn jetzt erwischen. Das müsste eigentlich gehen. Würde sie uns sehen? Ja. Das heißt, wir müssen das jetzt machen quasi. So einfach. Ja, es klappt. Mist, hat sie uns gesehen. Okay, also an der Position ist es gut. In Ordnung. Wir müssen aber ungefähr da bleiben. Also einmal sie einblenden und sie. Das heißt, er muss ungefähr da stehen. Genau. Ich bin schon etwas neidisch, dass ungefähr du deine kleine da. Derringer behalten durftest. Tja, es zahlt sich halt aus, wenn man weiß, auf wen man seine Waffe richtet. Gucken, ob das klappt. Du mich nicht. In Ordnung. Ein Schuss. Oh, das wird lustig. Hättest es besser wissen sollen. Und. In Ordnung. Mir kommt eine Idee. Was ist mit dem anderen? Sehr gut. Fast keine Munition mehr. Ja, das ist kein Problem. Weil du kannst ihn jetzt da reinziehen. Sehr schön. Lass mich nur perfekt. Dann bitte einmal. Ja, ich bin durchs Wasser gelaufen, du dumme Nuss. Alter, so kein seltsames Geräusch. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Aber gern doch. Genau, ein paar Pistolenkugeln. Sehr schön. Und das ist jetzt eine Schützin. Da wirkt jetzt tatsächlich genau gar nichts. Okay, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir die beiden hier, ich möchte jetzt nicht entsorgen müssen, wir müssen sie umhauen und treten und gleichzeitig sie erwischen. Das heißt, wir stellen uns hier hinter. Benehmen wir uns noch ein Weilchen. Elegant. Einmal. Alles oder nichts. Und jetzt genau bitte. Da, wo es hoffentlich treten. Bemerkt uns niemand. Alles ruhig. Und wechseln und die Zähne. Umhauen. Gut, das klappt. Na bitte. Bitte einmal fesseln. Lass dich nicht stören. Und noch einmal fesseln. Rühr dich nicht vom Fleck. Okay. Du kannst sie hier wegräumen. Wunderschön hier. Kannst du sie Eine eigentlich Schande, da ins Wasser schmeißen? Alles einem so fürchterlichen Mann gehört. Jetzt bin ich mal gespannt. Hoffentlich. Moment, wir speichern sicher zwar mal vorab. Mich helfen lässt. Wir können wissen wir ihn beide, ins Wasser schmeißen? Geschafft hätte. Was ich meine ist, ich bin froh, dass wir das gemeinsam machen. Dann haben wir gerade einen Bug entdeckt. Oder zumindest einen Spielfehler. Gut. Denn hier steht machen ganz klar, wir dürfen keine Zivilisten töten, wir dürfen sie nur bewusstlos schlagen und fesseln. Wenn wir einen bewusstlosen Zivilisten aber ins Wasser bringen, überlegt euch mal, was mit einem bewusstlosen Zivilisten, der mit dem Kopf im Wasser schwimmt, passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Zivilisten wirklich wiederkommen. Sollen wir, Mr. Cooper? Sehr schön. Und Zündung. Ah, ist das nicht schön? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir da wirklich sein dürfen. Deswegen verstecken wir uns einfach mal in den Büschen. Seht euch das an. Das müssen wir uns draußen ansehen. Offenbar haben die Feuerwerker den Zeitplan vergessen. Oh, schade. Kannst du es wagen, mich warten zu lassen? Meidest du mich etwa? Mr. DeWitt, sehr schade.
Na gut, ist halt so. Offenbar hat sich die Party verlagert. So können wir jetzt mit dem Schulereignis beginnen. Na, gute endlich. Arbeit, ihr zwei. Hector, Isabel. Schön, euch hier zu treffen. Ha, Vito. Worauf warten wir dann noch? Schnappen wir uns, David. Zuerst müssen wir sicher gehen, dass die Luft rein ist. Es dürfen keine Wachen von den oberen Etagen aus zusehen. Machen wir uns an die Arbeit. Na toll, keine Wachen. Die große Bühne wartet. Das hat... Im Ernst jetzt, wir müssen alle Wachen aus den oberen Etagen wegmachen. Oh Leute, wirklich. Und dann können wir uns hier die Witch schnappen. Also wir müssen jetzt alle Wachen aus den oberen Etagen. Vielleicht möchtet ihr alle die Verantwortung übernehmen. Und wo müssen wir ihn dann hinbringen? Der wird entführen. Es wird Zeit. Schlage ihn bewusstlos und fessle ihn. Alles klar. Wie oft muss ich das noch sagen, ihr Schwachköpfe? Kommen wir denn überhaupt rein? Da dürfen hier wir rein, ne? Genau. Verzeihung im Voraus, Darling. Hab ich gehört. Eine. Ist das? Oh, wie süß. Okay. Wir lassen das trotzdem mal sein. Wir haben die Knien alle nieder vor einer Frau, die Männer niedertritt. Sehr cool. Okay, also wir machen das, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Worauf warten wir dann noch? Schnappen wir uns, David. Zuerst müssen wir sicher gehen, dass die Luft rein ist. Also ich möchte nicht riskieren, dass wir hier irgendeinen Algorithmus aktivieren. Gute Arbeit, ihr zwei. Hector. Bei dem wir hier Probleme verursachen. Nee. Komm, wir gehen mal direkt hier rein. Schnappen wir uns, David. Zuerst müssen wir sicher gehen, dass die Luft rein ist. Leute. Es dürfen keine Wachen von den oberen Etagen aus zusehen. Machen wir uns an die Arbeit. Da ist David. Wir haben es fast geschafft. David weiß wirklich, wie man eine Party schmeißt. Sollen wir uns dem Gastgeber vorstellen? Besser nicht zu frech werden. Wir sind jetzt hier. Vielleicht möchtet ihr alle die Verantwortung übernehmen? Also, einmal abspeichern. Und dann klären wir die Witwe ab. Oh. Er ist doch tot. Passt. Mission erfüllt? Nein. Schade. Zu viele Waffen. Das müssen wir ein bisschen eleganter machen. Also, wir haben jetzt hier natürlich die Situation, dass hier sehr viele Wachen zugucken. Wo ist eigentlich Doc, wenn man ihn braucht? Also, wir müssen alle Wachen auf der oberen Etage töten. Und dazu schalten wir mal die Wachen an. Das heißt, jede Wache, die jetzt hier, irgendwo hier unten, ist es egal. Hier liegen immer noch Leichen rum. Aber die hier auf den oberen Etagen rumgammeln, müssen wir töten. Was ist denn jetzt eigentlich mit den beiden? Können die uns irgendwie helfen? Sie könnte zum Beispiel hier rüber klettern. Und dann von hier hinten aus schon Leute umbringen. Ja. Also das würde gehen. Dann würde ich sagen, kommen wir mit den beiden. Einmal speichern. Von der Seite. Dann werden wir erstmal die beiden Wachen hier weglocken. Einmal dahin, bitte. Ja. So. Das ist die Zukunft. Hector kann sich hier noch zwei Waffen oder zwei Munition besorgen. Also Hector kann, wenn er nicht entdeckt wird, sich hier noch zweimal Munition besorgen. Einmal dahin, bitte. Interessant. Und dann, entschuldige bitte, dass ich wieder etwas schneller mache. Aber diese Zwischensequenzen... Schleunige ich mal x-mal etwas. Und jetzt könnten wir mit ihr... Oh, ich verstehe schon. Ja, da hoch. Die Frage ist, was hält uns denn davon ab, die beiden einfach umzumähen? Die werden doch von niemandem... Ah, der Typ da oben sieht sie. Mhm. Okay. Keine Aber dann ist die Feier. Genau, ich kann das einmal von ihn. Hier aus riechen. Einmal weiß dich zusammen, Hector? Dann können wir ihn mit der Katze ablenken.
Wir sind ganz nah. Einmal durch, sehr schön. So. Und wenn wir ihn jetzt da oben erledigen. Also, einmal speichern und bis da hingehen. Katze. Beeilung. Gefällt mir. Wo kommst du denn hier? Katze und tot. Scharf. Sehr gut. Ziemlich übel. Die Höhle des Löwen. Und bitte einmal darunter. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Ah ja, lassen wir uns überraschen. Und jetzt einmal speichern, dann gehen wir mal runter. Und dann werden wir mal die beiden umbringen. Wie gesagt, ich hoffe, dass der tatsächlich jetzt nicht erwischt wird. Das wäre natürlich doof. Also, einmal speichern. Ich schicke sie auf die andere Seite. Das dürfte eigentlich auch keiner sehen. Sie ist auf der anderen Sehr gut. Seite. Dann du bitte einmal. Ich will mir sagen, wer die Verantwortung dafür hat. Ebenfalls da hochgehen. Los geht's. Und dann werden wir den auch mal da runterschmeißen. Sehr schön. Ha, feine Sache. Ja. Da habe ich mich lang drauf gefreut. Also. Einmal Katz, einmal ihn aufheben. Erwischt. Ah, okay. Dann kann sie kein Katzi mehr machen. Ich habe eine Aufgabe. Also einmal ihn. Katzi. Bereit. Wohin? Im Ernst? Oh, Leute. Wirklich, er hasst Katzen. Das gibt's doch nicht. Schmeißen wir den jetzt. Dann schmeißen wir den jetzt. Na, sag mal, also. Wir speichern das sicherheitshalber mal ab und gehen mal da hinten lang. Kommt sofort. Können wir den auch einfach hier runterschmeißen? Können wir den nirgendwo runterschmeißen? Ach komm, wir legen den jetzt mal da ab. Wird schon nichts passieren. Was ich machen lässt. Was ist da? Okay, gut. Dann haben wir zumindest die Situation schon gesäubert. Dann können wir mit Hector ganz gemütlich jetzt hier hochkommen. Wir müssen also auf jeden Fall die hier, die ganzen Roten, die hier jetzt im Haus sind, die müssen wir noch alle umbringen. Damit wir mit David entfliehen können. Auch nur einen Bruchteil davon erreichen. So. Hier liegen doch zu viele Leichen rum, aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Schade, dass Doc nicht dabei ist. Ja, das finde ich auch. Das wäre tatsächlich jetzt um einiges einfacher. Das wird gut. Ha, da unten ist nicht mehr viel los. Und David gefällt das überhaupt nicht. Vermutlich nimmt er an, es kann nicht schlimmer kommen. Beweisen wir ihm das Gegenteil. Das heißt, wir können jetzt... Nageln wir sie fest. Wir können jetzt versuchen, dass wir die beiden hier... Ah, die werden alle gesehen. Das ist wieder so eine Dreier-Kombi. Ihn erledigen wir mit dem da. Cass ist kein Problem. Hab ich gesagt, dass ihr auf... Ja, wir bräuchten jetzt... Können die jetzt eigentlich... Immer locker bleiben. Hier Klare hinten Sache. Hingehen? Hier raus? Wir speichern mal, da bin ich mir jetzt wirklich nicht ganz sicher. Ah, sehr gut, das funktioniert. Dann kannst du doch mal... Ah, Mist, die kann ja nicht Aber hochklettern. Gerne. Bringt uns das irgendwas, wenn sie da ist? Nee, ne? Kinderspiel. Nee, das bringt rein Meine gar nichts. Güte. Aber die Cooper kann noch hier hoch, ne? Genau. Dann haben wir zumindest die Möglichkeit... Okay, also mit zwei schaffen wir das. Also... er wird von Cooper umgebracht. Abgelenkt durch die Münze nach dort oder nach dort. So. Er guckt nach dort, das passt. Kein Problem. Nein. So, also zuerst du bitte nach oben. Also folgender Gedankengang. Er wird markiert. Er wird markiert. Nicht bitte da irgendwo drauf gehen. Das wäre voll uncool.
Cooper kann zu Hilfe eilen. So, so. Und du gehst schon mal da drauf. So. Dann bitte eine kleine Verbindung nach da. Ach ja. Eine Verbindung nach... Ah, okay, verstehe das Problem, ja. Hm. Ich verstehe das Problem. Also können wir vielleicht jetzt, können wir ihn mit der Verbindung markieren. Ja, komm, 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 komm. Mist. Ja, schade. Wir sollten uns tatsächlich einmal abspeichern, nämlich jetzt. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Dann versuchen wir, ihn mal mit einem Münzwurf abzulegen. Deswegen gehen wir schon mal beide hier hoch. So. Ja, bitte ducken. So. Und du bitte im ersten Moment dahin. So, ja. Und dann warten wir jetzt mal und lassen den Longcode mal durchgehen. So, sehr schön. Dann bitte einmal die Münze nach... Und los. Da. So, wo guckt der hin? Kopf oder Zahl. Ja. Und jetzt hast du Zeit, bitte ihn zu markieren. Ah, Scheibenkleister. Okay. Das klappt also so einfach leider auch nicht. Und wenn wir sie einfach direkt erledigen, ja, aber das ist halt echt doof, muss man sagen. Wir müssten es irgendwie schaffen, ihn zu markieren. Also ihn markieren ist kein Problem. Das Problem ist wirklich, ihn zu markieren, weil er uns davon abhält, beziehungsweise auch er. Ja. Hab's gewusst, ich hätte die gesamte Gedankenkontrolle nicht vorher auflösen sollen. Und hier oben in dem Bereich würde sie hier ja auch enttarnt werden von Longcode. Das heißt, wir können den hier unten nicht einsetzen. Wir müssen das also ohne ihre Fähigkeit machen. Gucken wir uns mal aus der Position das Ganze an. Und gehen hier erstmal hoch und dann gehen wir da vorne hin. Ja, also bücken solltest du dich schon. Oh, verdammt. Okay, der Longcode kann uns da sehen. Das ist natürlich doof. Ich kümmere mich drum. Können wir auch da hoch oder sowas? Nee. Das Problem ist wirklich ihn. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Schnell speichern. Sehr gut. Wenn der Longcode vorbei ist, dann schaffen wir das. Dann läuft das. Also. Einmal hoch. Alle beide. Los geht's. Moment mal. Also, bitte du. Eine Seele für Papagere. Ja, ganz bestimmt. Einmal du. Ihn hier. Jetzt wird's interessant. Und du gleichzeitig ihn. Wir sehen uns. So. Du bitte ihn nehmen. David weiß auf und jeden du Fall bitte ihn nehmen. Erwischt. Und ihn bitte da runter. Läuft's wie in den Eck. Da runter. Bin unterwegs. Jetzt. So, und dann schnell sind nicht mein Stil. Da lang. Leichter wird's. Da lang. Also okay. Das können wir noch schnell runter machen. Und da runter.
Das Licht noch aus. Perfekt. Einmal abspeichern. Und dann können wir uns mal dort unten sammeln. Sehr schön. Und dann kannst du bitte jetzt dich da oben. Los geht's. Ah, speichern sich jetzt aber mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Longcode uns jetzt sieht. Neue Haarschnitt gefällig. Aber ich würde erwarten, er geht jetzt dahin, genau. Geht klar. Und dann gehen wir jetzt dahin und hauen ihn von der Seite um. Oh, das habe ich. Und einmal speichern. Sehr schön. Machen wir. Also, einmal du bitte da unten rein. Sehr schön. Sehr gut. Also, er da oben ist tatsächlich nicht so sehr das Problem. Ich würde sagen, gehen wir mal alle hier oben hoch. Noch ein Weilchen. Und er ist mir neu. Mach schon. Gucken wir mal, dass wir ihn hier mal kurz und schmerzlos umnieten. Gucken wir, ob das klappt. Ah, okay. Ich ändere meine Meinung. Alles gut. Passt. Manchmal muss man auch ein Idiot sein. Wir denn noch warten? So, du gehst bitte da oben hin. Das sollte gehen. Das will ich doch hoffen. Du da runter. Ach, sie wird gesehen. Ah, ist das ärgerlich. Oh nein. Ach, ist das doof. Das heißt, wir können ihre wunderbaren Flirtenfähigkeiten hier oben überhaupt nicht einsetzen. Das heißt, die bringt uns quasi gar nichts. Och, ist das zum... Oh, das ist doch nicht... Das ist doch echt räudig. Genau, was ich tue. Sorgen wir für Unterhaltung. Okay, also. Was wir natürlich machen könnten... Selbes Spiel. Einmal mit ihr. Wir gehen dahin. Mein kleiner Pieks. Wir markieren... ihn. Nur ein bisschen Blut. Markieren wir ihn. Wo war ich? Und das klappt. Hey. Ah, noch sieht's ganz gut aus. Die Höhle des Löwen. Ja. Machen wir mal. Ja. Kannst kaum erwarten. Ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher. Wir speichern einmal ab. Und gucken mal, was der da sieht. Einmal da oben hinwerfen. Die Zähne. Nee. Das ist doch nicht normal! Das Problem ist, der Typ da unten sieht das auch. Also. Du kannst dich einmal da verstecken. Und dann gucken wir mal mit Hector. Dass wir vielleicht... Hey. Wie läuft's? Ein oder anderen hier mal herpfeifen. Kriegst du leicht Angst? Schnappen wir uns der Du kannst nach da oben gehen. Und die beiden könnten wir mit einer Dreieraktion erledigen. Also. Wir gehen nach da. Keine blöde Idee. Was zum Teufel? Sorgen wir für Unterhaltung. Oh ja. Hey. Mist. Hey, Süße. Das ist jetzt ärgerlich. So. Ich kümmere mich drum. Hab nichts für dich, Kätzchen. Also. Folgendes können wir versuchen. Mein Vater hat mir... Und mich auf wo ist gesetzt. Er? Er kann's kaum erwarten. Wird ihn mit dem Messer umbringen und dadurch die beiden töten. Hector ist da. Er wird gleichzeitig hier hingehen. Ach so. Na, verdammt. So, einmal abspeichern und dann probieren wir das mal aus. Das klappen würde. Also du bitte jetzt einmal ihn. Heiß. Und das klappt nämlich, weil er die beiden erledigt.
Und sie wird ihn erledigen. Schade, hat fast funktioniert. Er hier. Er ist der Knackpunkt. Also, Plan hat gut funktioniert. Und wie wir das machen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Also, auch morgen wieder einschalten. Bei Desperados 3, den letzten finalen Folgen in der finalen Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.